Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Aktien und Edelmetalle. Heute gibt es mal kein Update zum Gold- und Silberpreis an sich, sondern ich möchte hier mal kurz ein Video einwerfen zum Thema Euro zu US-Dollar, wie man das verstehen kann, auch anhand des Charts. Und dann möchte ich im zweiten Teil des Videos darauf eingehen, das Verhältnis von Gold zum US-Dollar, da ich ja in meinen Videos immer erwähne, dass wenn der, oder nicht immer, sondern speziell beim letzten Video am Mittwoch, den 23. Juni 2021, da ich dort erwähnt habe, wenn der US-Dollar steigt, also hier im Chart gesehen, nach oben steigt, dass der Goldpreis im Gegenzug mitsteigen wird bzw. könnte. Und darauf möchte ich eingehen, warum ich das denke. Und nur noch mal zur Verdeutlichung, hier dieser Euro US-Dollar-Chart, das bedeutet 1 Euro zu US-Dollar, da würdest du eben bekommen für 1 Euro 1 Dollar und 19 Cent. Einfach zur Vereinfachung möchte ich einfach mal immer anstatt 1 Euro hier mit 100 Euro dieses Video weitermachen, und zwar für 100 Euro bekommst du dementsprechend 119 US-Dollar. Es ist einfach leichter zu rechnen. Jetzt tue ich hier mal dieses Symbol wieder weg. Und zwar am heutigen Tag, Donnerstag, der 24. Juni, knapp 20 Uhr, steht der Euro-US-Dollar-Kurs bei 1,19 $. Das bedeutet, für 1 Euro bekommst du heute 1,19 $. Im Gegenzug für 100 Euro bekommst du 119 US-Dollar. Und im Video habe ich ja erwähnt, dass ich davon ausgehe, da der Euro-US-Dollar-Kurs hier ein Zeichen gibt, nochmal dieses 50er Retracement bei 1,23 $ anzulaufen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Goldpreis dann mit dem US-Dollar mitsteigt. Und wenn der Euro-US-Dollar eben hier die letzten Hochs bei 1,25 $ mit rausnimmt, falls er hier durchbricht, würde eben der Goldpreis dann auch sehr anhaltend da mitsteigen können. Und zwar Beispiel Nummer 2: Im Jahr 2008 war der Euro-US-Dollar-Kurs, und das müssen wir uns für das nachfolgende Chartdiagramm noch im Hinterkopf behalten. Im Jahr 2008 war der Dollar bei 1,60 $. Das bedeutet, für 100 Euro hast du 160 US-Dollar bekommen, wofür du für 100 Euro heute nur 119 Dollar bekommst. Im Jahr 2002, wo dieser Chart beginnt, hast du für 100 Euro nur 85 US-Dollar bekommen. Das würde bedeuten, kurzes, einfaches Beispiel, du bist im Jahr 2002 in die USA geflogen, hast 100 Euro im Geldbeutel gehabt, in der USA umgetauscht, ohne Wechselgebühren hast du bekommen 85 US-Dollar. Und wärst du im Jahr 2008 in die USA geflogen, dann hättest du schon das Doppelte an US-Dollar bekommen wie im Jahr 2020, denn du hast für 100 Euro 160 US-Dollar bekommen. Im Gegenzug muss der Mensch oder der Amerikaner, wo eben nach Europa fliegt, der möchte auch 100 Euro in Europa haben. Im Jahr 2002 musste er nur 85 Dollar hinlegen, um 100 Euro zu bekommen. Und im Jahr 2008, hier oben, musste er schon 160 Euro auf, Dollar auf den Tisch legen, um 100 Euro zu bekommen. Und jetzt möchte ich auf das eingangs erwähnte Gold-US-Dollar-Verhältnis gehen. Eins zuvor noch. Das bedeutet, wenn grundlegend, wenn der US-Dollar steigt im Verhältnis zum Euro, weil der US-Dollar die Leitwährung ist und alle Rohstoffe in US-Dollar auch gehandelt werden, wenn dieser steigt, verliert er gegenüber dem Euro an Wert. Ja, wenn der US-Dollar fällt, gewinnt der US-Dollar an Stärke, wie eben vorher erwähnt mit den 100 Euro. Wie viel bekommst du in US-Dollar umgetauscht? Und wenn du eben mehr bekommst wie 100 US-Dollar, dann hat der US-Dollar
inflationiert, sprich du bekommst mehr US-Dollar, sowie auch, wie hier erwähnt, im Jahr 2002 hast du weniger bekommen. Da war der US-Dollar noch stärker wie der Euro und momentan ist der US-Dollar schwächer wie der Euro. Und jetzt gehen wir auf den erwähnten Chart vom Gold zum US-Dollar und zwar wandle ich das hier mal in den Linienchart um. Das ist derselbe Chart, nur als Linie und nicht als Kerze dargestellt. Und wir fügen eben einen Wert hinzu und das ist Gold. Und Gold wird eben in US-Dollar gehandelt. Drum kostet Gold 1777 US-Dollar. Das Gold gibt es auch in der Währung Euro und da kostet in Euro die Unze Gold 1489 Euro. Und das würde bedeuten, das möchte ich hier auch nochmal kurz zeigen, und zwar ganz simples Beispiel, würde der US-Dollar hier unten bis auf 2 Dollar steigen zum Euro, dann würden wir die Hälfte bezahlen müssen wie jetzt, denn hier in diesem Preis in Euro ist ja auch schon der Umrechnungskurs von 1,19 Dollar mit drin, da ja Gold in US-Dollar gehandelt wird. Wäre eben, wie erwähnt, in dem simplen Beispiel der US-Dollar bei 2 Dollar, dann würden wir in Euro exakt die Hälfte bezahlen für eine Unze Gold. Und dann würden wir in Euro eben nur 888 Euro bezahlen müssen, um dieselbe Unze Gold kaufen zu können, wenn eben der Dollar so extremst abgewertet hat und hier im Chart gestiegen ist. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, um das hier verständlich hoffentlich rüberzubringen. Dann gehen wir eben auf den Dollar-Gold-Preis und hier in Blau ist der Goldpreis und unten in Gelb ist der US-Dollar-Preis und hier kann man schön sehen, ich habe ja auch schon zwei Linien eingezeichnet, hier im Jahr 2008, wie vorher im Kerzenchart erwähnt, lag der US-Dollar bei 1,60 Dollar und dieser Chart beginnt hier auch im Jahr 2002 und da lag eben der US-Dollar bei 85 oder 86 Cent, dass man hier mal sieht, in welcher Range sich der US-Dollar seit 19 Jahren bewegt und im Verhältnis zum Gold kann man schön sehen, ab 2002 bis 2005 lief der US-Dollar und der Goldpreis ziemlich gleich. Das bedeutet, ist der US-Dollar gestiegen, ist auch der Goldpreis gestiegen, ist der US-Dollar-Preis gefallen, ist auch der Goldpreis gefallen. Die Abkopplung als Beispiel hier im Jahr 2005, dort fand sie statt und da kann man schön sehen, inwieweit der US-Dollar, wie in Gelb zu sehen, sich das Gold davon entfernt hat. Und dann gehe ich gleich mal aufs Jahr 2008. Im Jahr 2008 war die Immobilienblase, die Finanzkrise, da wo eben die Immobilienblase geplatzt ist. Da ist auch sehr zu empfehlen der Film The Big Short. Da wird eben sehr schön erklärt, wie diese Blase zustande kam und wie sie geendet hat. Und da kann man schön sehen, da hat sich der Goldpreis zum US-Dollar schon verdoppelt. Und ich sage es vorweg schon mal, für mich spielt der US-Dollar-Preis für Gold keine Rolle. Ich sehe den Goldpreis nicht als oder im US-Dollar, sondern für mich ist der Goldpreis ausschlaggebend dafür, inwieweit hat sich der US-Dollar entwertet. Ja. Inwieweit ist der US-Dollar wertloser geworden, denn wie hier zu sehen im Jahr 2011, da war der Goldpreis, ich glaube, bei 1.900, 1.800 US-Dollar und da kann man schön sehen, da hat sich der Goldpreis entgegengesetzt zum US-Dollar schon verfünf- und versechsfacht und hier im Jahr 2020 hat sich der Goldpreis schon versieben- bis verachtfacht im Verhältnis zum US-Dollar. Und jetzt wird der ein oder andere natürlich sich auch fragen, ja, und was ist denn mit dem Euro? Wir sprechen ja immer Euro, US-Dollar. Der Euro nimmt ja auch an Wert ab. Also der Euro wird ja auch inflationiert durch die ganze Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie auch der
USA, Notenbank FED. Dadurch wird der US-Dollar wertloser oder inflationiert, sowie auch der Euro. Denn als kurzes Beispiel, im Jahr 2002, ja, was hat eine Pizza Margherita gekostet? 4, 5 D-Mark, das wären 2 Euro, 2,50 Euro. Und was kostet die Pizza jetzt, 20 Jahre knapp später? Ja, 8 Euro, das sind 16 D-Mark. Oder 9 Euro, dann sind wir bei 18 D-Mark. Und das ist eben ein Signal der Inflation. Und das runtergerechnet auf 20 Jahre knapp, kann man sich eben die jährliche Entwertung unseres Geldes hier berechnen. Und dementsprechend, da ja Gold ein endlicher Rohstoff ist und nicht unendlich wie der US-Dollar gedruckt werden kann, nimmt eben der Wert des Goldes immer mehr zu, sowie auch der US-Dollar an Wert verliert. Es gibt sicherlich Zeiten, wo der US-Dollar zum Euro wieder stärker wird und sich das Verhältnis 1 Euro zu 1 Dollar wieder nähert, so wie hier ungefähr. Also zwar nicht ganz, aber knapp. Und dann kommen auch wieder Zeiten, wo die Geldschleusen geöffnet werden und der US-Dollar eben wieder auf den Markt geschmissen wird, als ob es kein Ende mehr geben würde. Und dementsprechend passt sich der Wert des Goldes da auch an, da ja Gold nicht unendlich erzeugt werden kann. Aber das Papiergeld schon. Ja. Und das wollte ich euch hier mal zeigen, auf welcher Grundlage basierend ich eben solche Aussagen in dem Gold- und Silbervideo getroffen habe. Und ich denke, ihr würdet mir hier auch zustimmen, dass allein kommentarlos dieser Chart, wenn ich euch sage, das ist der Goldpreis, das ist der Euro-US-Dollar, der sich seit 20 Jahren in derselben Range bewegt, aber Gold im Gegenzug hier immer höhere Werte generiert. Ja, und das soll es an sich von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ihr oder der ein oder andere von euch konnte hier noch was Interessantes mitnehmen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und es würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao.